So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Ultramond, noch immer im Rocket Versteck bzw. im Rocket Schloss. Ich habe bei Lily meine Pokémon geheilt und dann können wir auch gleich auf die linke Seite gehen, wo uns wahrscheinlich dann, falls ihr den letzten Part gesehen habt, wo uns dann halt Team Aqua Boss Adrian entgegenstellt. Na los Leute, zusammen schlagen wir diesen Eindringling in die Flucht. Auf ihn mit Grabrüll! Muss ich jetzt gegen jeden Einzelnen kämpfen? Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, im letzten Part haben wir ja Team Magma Vorstand oder Team Magma Boss, ich weiß nicht mal genau, wie es heißt, Mark gesehen und in diesem Part sollten wir dann hoffentlich am Ende dieses Weges auf Adrian treffen, genau. So ist das und jetzt erstmal, müssen wir wirklich gegen alle hier antreten? Das wäre ein bisschen too much. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, man kann sagen, das ist Spielstreckung. Man streckt das Spiel, man wirft jede Menge Rüpel einem in den Weg und macht das Spielerlebnis dadurch ein bisschen länger. Was jetzt nicht unbedingt gut ist. Man könnte aber auch so argumentieren, dass sie das absichtlich so gemacht haben, dass man halt die ganzen Team Rocket und Team Rocket Rüpel erstmal besiegen muss, bis man gegen den Boss antreten kann. Damit man halt einfach den Nostalgikern unter uns entgegenkommt. Ist jetzt die Frage natürlich, ob die ganzen Nostalgiker unter uns so extrem nostalgische, vor allem positiv nostalgische Gefühle haben, wenn sie halt 500.000 Team Rocket Rüpel besiegen müssen. Das ist halt die Frage, aber ja, ich weiß nicht, man sollte nicht immer alles negativ sehen. Klar ist es nicht megamäßig innovativ hier, dass man so viele Rüpel einem in den Weg stellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's auch nicht schlimm. Ich find's auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich hoffe, auf dieser Seite gibt's auch irgendwelche Rätsel und nicht, dass man halt einfach wirklich nur Team Rocket Rüpel besiegen muss. Weil das fände ich dann wiederum ein bisschen sehr grenzwürdig. Aber wenn es ein Rätsel gibt, beziehungsweise wenn es mehrere Rätsel gibt, so wie auf der rechten Seite, dann finde ich das eigentlich ganz witzig. So, vor allem ist es ja alles zusätzlicher Content. Und allgemein kann man sich darüber beschweren, beziehungsweise kann man darüber diskutieren. Was stimmt denn mit euch, nicht mit euch? Wir wollten doch alle zusammen angreifen. Sorry, aber unser Timing hat irgendwie gar nicht gestimmt. Timing? So eine Firlefanz. Okay, uns bleibt keine Wahl. Verteilung ist der beste Angriff. Oder so. Rückzug, Leute. Wir sammeln uns, schlagen dann mit geballter Kraft zu. Okay. Muss ich die jetzt von Raum zu Raum scheuchen? Scheint mir so. Also man kann darüber diskutieren, ob hier dieses Ultramond und Ultrasonne überhaupt nötig gewesen wären. Ob das nicht einfach so ein bisschen so ein Cash-Grab ist, das könnte man natürlich schon sagen. Aber andererseits, ja, ist nicht jedes Spiel ein Cash-Grab. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, ich kann es nicht so gut entscheiden, da ich Sonne und Mond noch nie bis zum Ende gespielt habe. Von dem her weiß ich gar nicht, wie viel dazugekommen ist im Endeffekt und wie viel gleich geblieben ist. Ihr könnt es vielleicht besser beurteilen. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was hier. What the fuck? Komm ich hier durch? Nein, oder? Warum gehst du nicht einfach auf und gehst nach Hause zu deiner Mami? Weil mich meine Mami nicht liebt! Ist das einfach ein Labyrinth? Okay, ja, du kämpfst aber, okay. Ist so ein Labyrinth, so ein Teleport-Labyrinth. Da bekomme ich auch gewisse Flashbacks. Da kommt auch ein bisschen Nostalgie in mir hoch. Ich sag jetzt nur mal Sabrina und so, aber näher möchte ich auf dieses Thema nicht eingehen, um ehrlich zu sein. Hat jeder Tentoxa? Tentoxa ist mega nervig. Wieso haben die keinen Radikal oder Snobility, damit ich einfach einen Nahkampf draufhauen kann und es dann einfach zu Ende ist? Ja gut, dann muss ich nochmal wechseln. Er wird mich wahrscheinlich nochmal vergiften. Toxinisieren? Weiß ich nicht. Außerdem ist... Also... Die Story hinter den ganzen Bossen ist ja das Ding, dass sie durch irgendeinen Spalt gefallen sind und dann hier gelandet sind. Was hat es mit diesem Spalt auf sich? Erfahren wir da eventuell noch mehr? Oder bleibt es ein Geheimnis? Dafür sind wahrscheinlich auch diese Ultra-Bestien verantwortlich. Aber, ne, die Frage ist, Moment. Die Alola-Region ist doch eigentlich auf der gleichen Welt wie die Kanto-Region. Muss es ja sein. Weil, bei Dingensbombens, Kukui hat uns erzählt, dass er bei den Top 4 in der Kanto-Region war. Dort in der Siegestraße. Ja, also auch in der Top 4. Und da hat er gegen Siegfried gekämpft. Das hat er ja gesagt. Dementsprechend
muss eigentlich die Höhenregion auch in der gleichen, auf der gleichen Welt spielen wie die Kanto-Region oder etwa nicht? Moment, bevor ich da weitergehe, möchte ich erstmal den unteren Weg nehmen, weil ich glaube, der untere Weg ist der falsche. Und dementsprechend ergibt es mit diesen Dimensionslöchern dahingehend keinen Sinn, als dass diese Dimensionslöcher ein Jahr durch verschiedene Welten warpen, oder nicht? Durch diese, also dieser Spalt, von dem auch Mark geredet hat. Aber wenn wir ja auf der gleichen Welt sind... Nee, das war richtig. Hä? Okay, das ist der richtige Weg. Ah, verdammt, ich dachte, der andere Weg wäre richtig, weil dort ein weiterer Teleporter war. Nein, hier durch, ohne deine... Das ist echt mega nervig, aber gut, was soll's. Also... Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Oder spielt Alola gar nicht? Oder gibt es verschiedene Welten? Ja, vielleicht gibt es 500.000 Paralleluniversen. Das kann es ja natürlich auch sein. Dann spielt Rot und Blau nicht in der gleichen Welt wie... Also, Johto... Also, die zweite Generation baut ja auf der ersten auf. Und ich glaube, man weiß auch, dass die dritte Generation in der gleichen Welt von den ersten beiden spielt, oder? Es gibt doch auch so... Gibt es nicht so eine Landkarte, so eine Weltkarte, wo alle Pokémon-Regionen aufgelistet sind? Ist denn... Hat er gerade Donner eingesetzt? Erstens, wieso setzt er Donner ein? Und zweitens, wieso hat er überhaupt Donner? Hat er ihn überhaupt Donner eingesetzt? Also, die Pokémon haben teilweise sehr, sehr seltsame Attacken. Aber gut. Mir soll es recht sein. Entweder ich verstehe irgendwas falsch oder es ergibt doch gar nicht mal so viel Sinn, muss man sagen. Also, wenn man überhaupt an diese Dimensionsspalte und so weiter und so fort glaubt. Natürlich ist das alles frei erfunden, aber für mich ist ein Spiel nicht unlogisch, weil sie irgendwelche Spielelemente da einbinden, beziehungsweise Elemente einbinden, die es in der normalen Welt nicht gibt. Für mich ist ein Spiel nur dann unlogisch, wenn es in sich nicht schlüssig ist. Und das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo es für mich nicht schlüssig wäre. Aber vielleicht habe ich mich auch verlesen und er hat gar nicht irgendwas... Doch, er hat irgendwas zu einem Spalt gesagt, dass er dann auf einmal in dieser Welt war. Ja, interesting, Leute. Interesting wäre auch zu wissen, ob wir, komm, wir greifen auch mit Drachenklau an. Was soll der Geiz? Wir sollen, glaube ich, jeden Attack von Alpol aushalten. Abgangsbund! Ah, du mieses kleines Stück Pokémon! Okay, jetzt hältst du eine Drachenklau aus, ja, oder? Ich bekomme da wieder Vietnam-Flashbacks! Ihr erinnert euch, falls ihr euch erinnert an den Livestream. Wer im Livestream dabei war, weiß, was ich meine. Also, ihr könnt auch das Ding ins Moment Video anschauen. Okay, ich habe die Pokémon wieder geheilt, damit ihr das nicht nochmal miterleben müsst, wenn ich ganz zurückgehe. Also, ihr könnt euch das Highlight-Video ansehen, falls ihr im Stream nicht dabei wart. Und da sollte euch das auch ganz gut, ein gutes Gefühl geben, was in mir vorging, als ich da Abgangsbund gesehen habe. So, aber wir sind wieder am Anfang. Wow. Etwas wollte ich auch noch rausfinden. Und zwar sind wir eigentlich schon den oberen Weg gegangen. Hier sind wir hier diesen Weg gegangen. War das eine Sackgasse oder führt das irgendwo hin? Ja, okay, das ist eine Sackgasse, oder? Was sind diese gelben Knöpfe da? Das verstehe ich auch nicht. Was ich mich auch noch gefragt habe, als ich Pokémon heilen gegangen bin bei der guten Lilly. Und zwar, kommen auch andere Bosse aus anderen Regionen vor, hier in diesem Team Rocket Schloss? Also, wen gibt's da? Wie ist Team Galactic war Cyrus, oder? Und wen gab's denn sonst noch? Cyrus gab's halt. Jesus von Pokémon Plasma. Also von Pokémon Plasma. Von Team Plasma meine ich natürlich. Dann gab's noch. Wie hieß dieser. Von Team Flare. Wie hieß dieser. Dieser Rotschopf. Damit ihr wisst schon, wie der heißt. Ihr wisst es, aber ich weiß es nicht, weil es mir nicht einfällt. Irgendwas mit Flav? Hieß er auch nicht irgendwas mit Flav? Irgendwie fällt mir nur Panflan ein, aber er heißt natürlich nicht Panflan. Das wird ganz gut passen zu seiner Haarfarbe, Panflan. Aber, Flavio? Nein, er hieß nicht Flavio. Wie heißt der Typ denn? Flavio. Also, Jesus und Cyrus, weiß ich nicht, wie der andere Typ hieß, weiß ich nicht mal. Oder, kommt überhaupt Jesus vor? Also, wenn die anderen, Bosse da vorkommen, kommt denn überhaupt Jesus oder N? Weil N war ja eigentlich ein guter, oder? Ja doch, im Prinzip... Oh, ich hoffe, ihr habt das nicht gesehen. Im Prinzip ist N ja ein guter, aber... Hä, was sollen diese Dinger da? Ah,
Ne, ich check's nicht. Wieso gibt's zwei von denen? Ich check, dass man dann nicht mal wieder zurückkommt, aber wieso gibt's zwei davon? Das check ich nicht. Aber nochmal ein Elektroball. Setzt du nochmal Explosion ein? Oder lässt du mich diesmal fliehen? Ah, diesmal versuchen wir ihn auszuschalten. Bevor uns hier wieder wegblowt. Er wird uns wahrscheinlich so wegblowen, aber ja gut, was soll's. Wir sollten eine Explosion aushalten, das haben wir ja gesehen, dass es jetzt gar nicht mal so viel Schaden anrichtet. Und schauen wir mal, Gyroball. Zum Glück sind wir kugelsicher, bulletproof. Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, aber Gyroball wird sowieso nicht viel Schaden machen, weil Elektroball ist ja deutlich schneller als wir. Ja. Oh, Elektroball, das war wirklich ein weak Move. Das war wirklich ziemlich weak von dir. Man könnte natürlich auch sagen, das war ziemlich klug von Elektroball, aber ich finde es eher schlapp. Ich finde es eher schlapp als irgendwas anderes. Ah, prove me wrong. So, mir fällt trotzdem nicht ein, wieder TPs. Ist ja auch egal. Gab es denn sonst noch irgendwas? Danach kam dann, Moment, erste Generation, zweite Generation. Gab es in der zweiten Generation irgendwie ein Hauptbösewicht? Da gab es diese ganzen Team Rocket Typen da, die unwichtig waren. Aber, da gab es nicht so den Boss wie bei Giovanni in der ersten Generation oder eben Marco und Adrian in der zweiten Generation, oder? Ich weiß auch gar nicht mehr. Icy. What the fuck? Was haben die für einen Movepool eigentlich drauf? Also verstehe mich nicht falsch, ich finde das cool. Aber ich bin einfach überrascht, weil normalerweise sind die einfach Kanonenfutter. So, ich wollte gerade Dings reinchecken, Eissiegel. Aber das wäre, glaube ich, gar nicht mal so klug, wenn ich eine Stahl-Eis-Pokémon gegen ein Kampf-Pokémon reinchecke. Das. Er predicted einfach zu. Oh, das ist ja unglaublich. Ja, okay, ein Gift-Hit wirst du aber nicht aushalten. Aber trotzdem, das ist. Ey, bin ich gerade irgendwie ohne Grund so überrascht und eigentlich, also positiv überrascht über diese Team Rocket-Triple? Weil das hätte ich von ihnen nicht erwartet, dass sie in Anführungs- und Schlusssachen so klug sind. Also, ich muss sagen, ich fand das ganz cool. So, ich muss auch sagen, wir werden wahrscheinlich gegen Adrian kämpfen. Außer es ist editionsabhängig. Aber, ich habe auch eure Kommentare gelesen und ihr habt ja auch schon gesagt, dass da Boss Rushes kommen. Ich habe halt nicht gesagt, wie viele. Das ist halt so das Ding. Von dem her, das ist Boss Rushes. Das hier, dass man gegen Bosse kämpfen muss. Aber ich habe nicht gesagt, gegen wie viele. Deswegen könnte ich mir entweder vorstellen, eben ist editionsabhängig und in der anderen, hier auf dieser Seite, wo wir sind, da, befindet sich dann irgendein anderer Boss. Ich weiß nicht. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden, mesdames et messieurs. Erstmal finden wir raus, ob wir dieses Typen noch besiegen können. Ob wir das besiegen können. Natürlich können wir es besiegen. Wir sind der beste Trainer dieser Welt. Yeah. Taser, erstmal eine Runde schlafen. Wieso nicht? Wir haben Zeit. Einfach. Probier's mal mit Gemütlichkeit, Taser. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Dann gehen die ganzen Sorgen einfach fort. Oh, fuck. Wachst du auch wieder auf? Wacht es auf, bevor es besiegt wird. Ich vertraue darauf, dass du aufwachst. Ich vertraue auf dein Wakeness. Werden wir noch eine Attacke aushalten? Ja, wir müssen noch einen Traumfresser aushalten können. Ja. Yeah. Dann hoffe ich, dass wir einen Traumfresser aushalten und dann, ja, doch, theoretisch müssen wir es aushalten. Ja. So viel zu theoretisch müssen wir es aushalten. Zack, habe ich verloren. Ich hätte einfach zu Sama überwechseln sollen und Phantomkraft einsetzen sollen, aber hätte Fahrradkette. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das wisst ihr ja. Und ihr seid die Allerschlausten. Also jetzt nicht böse gemeint, aber es ist halt wirklich so, manchmal. Okay, wir machen jetzt den Ultra-Move des Todes, Tiefschlag nämlich. Und zwar, dadurch, dass wir Tiefschlag haben, können wir vorher aufwachen, Perfektissimo. Und dadurch geht auch sein Traumfresser daneben. das war wirklich IQ 200. Komm schon, Leute. Jetzt eine Hypnose geht daneben. Dankeschön. Und dann können wir es mit Phantomkraft ausknocken. Ja, aber es ist teilweise wirklich so, dass wenn man als YouTuber oder Streamer irgendwas Falsches macht, dann wissen es wirklich alle tausendmal besser. Und das ist auch gut. Ich habe kein Problem, wenn man mich verbessert, wenn man mir sagt so, hey, das ist falsch, was du gesagt hast, so ist es richtig. Aber manchmal tun gewisse Leute, ich will nicht sagen, alles so, aber manchmal tun Leute so, als ob das irgendwie das Klarste der Welt ist und so, als ob man halt nicht auch Fehler machen kann. Moment, von hier komme ich, oder?
Kommen wir von hier? Und dann tun sie so als so von wegen so, wie kann man das nur nicht wissen, blablabla, hier, von hier komme ich. Okay, dann gehe ich erstmal Pokenheim. Okay, ich habe die Poken geheilt, aber auf einem anderen Weg, als ihr vermutet. Ich bin nämlich nicht zurückgegangen, sondern ich bin hier weitergegangen, weil es geht ja nicht zurück, wir können ja nicht zurück. Und dann bin ich hier weitergegangen und dann kann man sich hier entscheiden, wo man nach links oder rechts gehen muss. Und ich bin hier bin ich nach rechts gegangen, also habe auch normal aufgenommen. Und hier, wenn man nach rechts geht, geht es wieder an den Anfang zurück. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, schneide ich das einfach raus und heil die Poken halt doch irgendwie offscreen. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt nicht ernsthaft. Man muss hier zurückgehen. Es gibt kein... Ah. Ja, okay, wenigstens hab ich die Poken geheilt. Und ich habe jetzt irgendwie... Ah, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das im Schnitt machen werde. Weil teilweise wollte ich ja offscreen Poken heilen gehen und dann hat sich rausgestellt, hey, ich kann sie nicht offscreen heilen gehen. Und ja, dann bin ich hier wieder am Anfang gekommen und es ist alles verwirrend hier. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Sachen weggeschnitten, jetzt nicht so irgendwie, einfach wo ich rumgelaufen bin. Also nicht wundern, falls ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen verwirrt bin. Aber ich bin immer verwirrt. So, nach oben sind wir schon gegangen, da ist wieder... Ah, meine Nase. Müssen wir erstmal nach unten gehen und, was war nochmal? Richtig oben war richtig, oder? Da sollten wir theoretisch dorthin, oder? War es richtig? Ne, unten war richtig. Nein, unten war richtig, oder? Ah, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Es war unten richtig. Ja, es war unten richtig. Okay, komm, gehen wir zurück. Weil, wenn wir, ich glaube, der letzte Teleporter bringt uns dann wieder an den Anfang zurück und so, da müssen wir dann wieder halt durch die anderen Teleporter gehen. Ich weiß nicht, was jetzt Zeit, weniger Zeit intensiv war. Ich hoffe meine Methode, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Von dem her absolut keinen Plan. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber mir ist entfallen, ehrlich gesagt. Ich habe absolut keinen Plan mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas Interessantes. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bringt mich das wieder an den Anfang zurück vielleicht? Nein. Okay, sieht so aus, als ob es hier weitergeht. Eventuell. Hey, hier kann es überall weitergehen. Das verwirrt mich so. Das andere jetzt hat mir irgendwie besser gefallen. Keine Ahnung. Also, klar, es ist halt so ein Labyrinth. Bin ich wieder am Anfang? Nein. Du hast also unsere Rüpelmauer überwunden. Glaubst du etwa, damit hätten wir nicht gerechnet? Alles verläuft genau nach Plan H. Und jetzt gibt's was auf die Rübe. Hä? Hey, what the fuck? Hä? Wo sind denn alle hin? Wir wollten ihn doch in die Zange nehmen. Was soll's? Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Ich putz dich auch alleine weg. Das ist ihr Plan wohl nicht aufgegangen. Das war wohl wieder mal ein Schuss in den Ofen, Mesdames et Messieurs. Okay, mal schauen, ob du mir tatsächlich alleine etwas entgegenzusetzen hast, ein Radikal. Setz jetzt nochmal Donner ein. Hat er vielleicht auch Blizzard? Ich wusste nicht mal, dass Radikal Donner lernen kann. Hat er da überhaupt Donner eingesetzt? Ich bin mir so unschlüssig. Von dem her, kann er dann vielleicht Blizzard lernen? Okay, wir haben schon Glück, muss ich sagen. Wir haben Glück, alle Attacken gehen mehr oder weniger daneben. Jetzt muss ich aber ehrlich gestehen, dass ich gar keinen Plan habe, wo der richtige Weg ist. So, weil hier geht irgendwie, führt uns alles wieder an den Anfang zurück. Was hast du noch zu sagen? Nichts, okay. Führt mich das zu den anderen Rüpeln oder wo führt mich das denn jetzt hin? Okay, tatsächlich zu den anderen Rüpeln. Sehr gut. Sie wollten mich zu dritt eliminieren, aber es ist ihnen nicht gelungen, deswegen mache ich einen Hint halt. Ach so. Ich dachte, weil diese Musik nicht gekommen ist, von wegen so, jetzt gibt's einen Kampf, habe ich gedacht, so, der will gar nicht gegen mich kämpfen. Da war ich so ein bisschen überrascht, dass er doch kämpfen will. Aber ist sogar besser, dass er kämpfen will. Aber dieses Hypno. Dieses Hypno, das kostet mir den letzten Nerv. Ne, Moment. Ich mach's so. Erstmal Drachentanz, falls eine Hypnose daneben geht. Er hat einen Spukball. What the fuck? Er setzt Spukball ein. Ich dachte, es kommt wieder eine Hypnose. Sind wir denn jetzt schon schneller als Hypno? Dann schauen wir mal, ob wir mit einer Drachentau angreifen können. Zum Glück sind wir bulletproof. Ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt so eine gute Fähigkeit ist. Aber momentan bewährt sie sich ja ganz gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, das hat mir sehr gut aus. Perfektissimo. Und dann noch eine Drachentaue. Also, JJ, auch wenn es ein bisschen unter seinen Erwartungen ist, weil ich dachte, es wird ein Drachenpokémon und Drachenpokémon sind immer übermächtig.
Ist es trotzdem richtig gut, würde ich sagen. Also, es gefällt mir trotzdem, muss ich zugeben. Rasaf kommt als nächstes rein. Wir sollten jetzt hoffentlich schneller sein als ein Rasaf. Schließlich sind wir plus 1. Und ein Nahkampf sollte auf jeden Fall ausreichen, um es zu besiegen. Aber, ja, schneller sind wir auch. Perfekt, jetzt mal einmal einen Drachentanz hinlegen. Und schon können wir durch die gegnerischen Mauern herumtänzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier auf dieser Seite, deutlich mehr Team Rocket-Rüpel sind als auf der anderen Seite von Mark. Oder irre ich mich da? Kommt es mir nur so vor, weil ich mich länger aufhalte mit diesen Teleportern und so. Okay, dann links geht's wahrscheinlich zum Ziel, oder? Greif's mich auch. Ja, komm. Wir machen alle platt. Wenn wir schon hier sind, machen wir alle platt. Da wird niemand verschont. Ich habe mir gerade kurz überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, gegen sie zu kämpfen. Aber wie sollte ich sie auslassen? Wenn ich sie auslassen würde, würde ich sie ja diskriminieren. Und wir wollen hier niemanden diskriminieren. Von dem her, alles gut. Wir lassen hier niemanden aus, sondern wir machen die alle kaputt. Ich habe mir auch gerade kurz überlegt, ob ich drin bleiben soll. Aber nee, wieso? Was wird das für einen Sinn ergeben? Jetzt die Frage. Eisigel ist schon die beste Wahl, oder? Eisigel ist die beste Wahl. Das letzte Mal konnte Arbok uns gar nichts anhaben. Oder hat Arbok irgendwie nur ein bisschen Schaden gemacht? Giftblick. Ah. Ist jetzt nicht so megamäßig optimal, aber Eisigel ist sowieso lahm wie ein was weiß ich was. Von dem her ist das relativ Wumpe. Jetzt die Frage. Ja, komm, machen wir trotzdem Schwerttanz. Wieso nicht? Portal. Okay. Es ist gut, dass ich Schwerttanz eingesetzt habe. Ich hoffe, ich komme auch durch mit Schwerttanz. Perfektissimo. Eisigel, du zeigst, dass du würdig bist, im Team zu bleiben. Jeder unserer Pokémon ist es würdig, im Team zu bleiben. Von dem her, was labere ich da? Schlammbombe, so danke. Schlammbombe, ich habe gerade gedacht, das ist vom Typ Gift. Ich habe gerade gedacht, das ist Gift. Verdammte Axt, es kann uns sogar rausnehmen. Aber ich habe noch kein einziges Mal die Full Power bekommen, das ist schon mal gut. Das, was nicht gut ist, ist, dass es plus 2 Verteidigung hat. Und das, was auch nicht gut ist, ist, dass wir mit Eisperr jetzt eventuell noch häufiger missen werden. Aber wir treffen tatsächlich, sehr gut. Noch kein einziges Mal die Full Power, was ist denn los? Bekomme ich jetzt auch mal einen Crit? Das wäre ganz nett, dann wäre es weg. Komm, ein Crit! Verdammt. Okay. Wir müssen noch einmal eine Attacke überleben. Schlammbombe, halten wir es aus. Sollten wir theoretisch aushalten. Jedes Mal, wenn ich sage, sollten wir theoretisch aushalten, halten wir es nicht aus. Aber wir haben die billigsten Rolls, die es gibt. Wir hatten 65 Leben. Er hat 183 Leben. Was gibt 65 mal 3? Denk mal kurz drüber nach. 195. Und ich weiß, dass wir theoretisch vorher zweimal die Min-Roll gehabt haben könnten. Aber einfach vom gesunden Menschenverstand denke ich dann so, ey, okay, wir halten das dann trotzdem aus. Moment. Jetzt ist plus 2. Ich setze JJ ein, weil ich hoffe, dass wir mit Schuppenrasseln genug Schaden anrichten können, um es zu besiegen. Ich hätte vielleicht sogar den Z-Move machen sollen. Und, reicht es? Nein, ganz knapp nicht. Und wir sind Bulletproof, von dem her macht uns Schlammbombe nichts aus. Was hat er sonst für eine Attacke drauf? Das wäre ganz interessant zu wissen. Ist noch ganz gut, dass unsere Verteilung gesunken ist. Aber, hahaha, wir sind noch immer Bulletproof und jetzt kommt die Full Power. Jetzt kommt tatsächlich auch die Full Power. Also nochmal ein Dingsenrasseln, hier Schuppenrasseln und das Arbok sollte weg vom Fenster sein. Oh Leute, das ist echt, das geht echt ein bisschen länger, als ich erhofft habe, muss ich sagen. Also deutlich länger als gegen Mark, muss man auch mal sagen. Und Adrian wird auch eine härtere Nummer als Mark, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil Adrian ist ja, hat wahrscheinlich ein Kyogre, wenn überhaupt Adrian da ist. Aber ich glaube, es ist Adrian. So, erstmal Pokémon gehen. Pokémon sind topfit und dann können wir auch schon weitergehen mit Damsel Monsieur. Ist das schon das Ziel, mehr oder weniger? Tatsächlich, okay. Das ist das Ziel, das heißt, ich gehe nochmal zurück. Weil es gibt noch eine Ebene, beziehungsweise eine Teleportreihe, die wir noch erkunden müssen. Und die würde ich ganz gerne erkunden, bevor wir uns auf zum the Champ... Ne, nicht zum Champ machen, sondern auf... Nochmal Planänderung. Planänderung, Mesdames et Messieurs. Wir gehen erstmal die zwei Rüpel dort besiegen. Weil, eventuell bringen uns ja gewisse Teleporter wieder zurück an den Anfang. Und dann können wir halt hier... Ihr wisst schon. Mein Kollege hat schon genug durchgemacht. Ich lasse nicht zu, dass du ihm auch noch auf den Keks gehst. Okay, ja, den Kollege ist mir eigentlich relativ egal, muss ganz ehrlich gestehen. Aber gut, dann zeige ich dir, wie es so ist, wenn man einmal auf den Keks geht, weil du gehst mir so ein bisschen auf den Keks.
Nibitak, oioioi. Nibitak. Ah, Nibitak habe ich auch. Ich verbinde jetzt immer mit irgendwelchen Pokémon irgendwelche Erinnerungen, die ich hatte, aber das sollte ich mir abgewöhnen. Weil jedes Pokémon ist einzigartig, so wie es ist. Und ich sollte Pokémon nicht miteinander vergleichen, selbst wenn sie von der gleichen Art sind. Himmelsfeger. Oioioioi. Himmelsfeger ist gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir halten Himmelsfeger aus, oder? Ist immerhin neutral. Also ist neutral effektiv. Und der Taser kann schon ein bisschen was aushalten, oder? Taser. Volltreffer. Taser kann theoretisch was aushalten, aber nicht, wenn es ein Volltreffer ist. Das definitiv nicht. Ah, verdammte Axt. So, okay, dann setzen wir einen Eissperr ein, das sollte reichen. Und Schlagbohrer. Also ich weiß, dass es Schlagbohrer drauf haben kann, aber... Ah, oh, das ist aber gut. Man muss echt auch mal... Man muss auch ein bisschen Lob bringen, wenn Lob angebracht ist. Ich finde es gut, dass sie ein cooles Moveset haben. Dass nicht alle halt die typischen Team Rocket-Attacken so drauf haben, sondern auch mal ein bisschen Variation da drin ist. Aber gut, so blöd das jetzt auch ist... Oh nein, verdammte Axt. Für meinen Lieblingskollegen würde ich alles tun. Ach, verdammt. Verdammt, ich kann meine Pokémon gar nicht heilen gehen zwischen den Kämpfen. Ich will meine Pokémon heilen gehen, damit alle Erfahrungspunkte bekommen. Aber da macht mir der gute Team Rocket Rüpel Numero 2 einen Strich durch die Rechnung. Was hat Slimog für Attacken? Wir sind Bulletproof, das darf ich nicht vergessen. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Von dem her würde ich einfach mal sagen, einfach mal einen Drachentanz raushauen. Und uns boosten gegen das Slimog. Aber was will uns das Slimog anhaben? Gar nichts. Komprimator. Oh. Okay, greifen wir direkt an. Ich will nicht, dass es sich zu sehr komprimiert und wir kein einziges Mal treffen. Das wird ein Two-Hit-Kill. Sehr gut. Okay, wir müssen nur noch einmal treffen. Das sollte eigentlich machbar sein, hoffe ich jetzt. Also er hat nur, minus 2, beziehungsweise plus 2 Fluchtwert. Und von dem her, sollte das... Okay, jetzt könnte es ein Problem werden. Jetzt haben wir eine 1 zu 4 Chance zu treffen. Jetzt haben wir eine 1 zu 5 Chance zu treffen. Okay, das wird immer schlechter und schlechter. Ist es überhaupt richtig, diese ganzen Angaben, die ich mache? 1 zu 6 Chance. Ich weiß nicht, ob diese Angaben überhaupt korrekt sind. Aber ich glaube... Oh, verdammt. Jetzt haben wir ein Problem. Aber wir ziehen es bis zum bitteren Ende durch. Wir ziehen es bis zum bitteren Ende durch. Einfach weiter Drachenklau einsetzen. Wenn wir durch Toxin draufgehen, dann ist es halt No Risk No Fun mäßig so dazu gekommen. Aber wir schaffen es. Gleich beim nächsten Zug. Ja, perfekt. Simo. Wieso machen wir überhaupt Sorgen? Also das müsste korrekt sein, oder? Wenn er plus 1 Fluchtwert hat, ist es eine 1 zu 2 Chance. Wenn er plus 2 hat, ist es 1 zu 3 Chance. Und immer weiter und so fort. Eigentlich wollte ich meinen Kollegen doch beeindrucken. Ui, wieso willst du den beeindrucken? Ist da eine kleine romantische Affäre am Laufen? Na gut, der lässt uns durch, aber ich gehe trotzdem erstmal Pokémon heim, mit dem Monsieur. Okay, und jetzt können wir dann auch den letzten Weg da beschreiten, der wahrscheinlich, also der zu 100% der falsche ist, aber ich will trotzdem schauen, was da alles so Schönes gibt. Das muss ich aber auch sagen, dieses Rätsel gefällt mir wirklich nicht so... Oh nee, das war falsch. Unten geht's zu diesem anderen Weg. Dieses Rätsel gefällt mir nicht so gut wie das bei der rechten Seite, weil hier... Wenn man hier versucht, alles zu erkunden, und das versuche ich ja auch, dann muss man zwangsläufig die Wege 50.000 Mal gehen. Weil man könnte relativ schnell zum Boss kommen. Das wäre eigentlich kein Problem. Aber wenn man wirklich versucht, alles mitzunehmen, dann ist das megamäßig nervig. Und das stört mich halt einfach an diesem Teil des Team Rocket Schlosses. Aber sonst, sonst muss ich wirklich sagen, nein, was laber ich da sonst? Ich muss einfach sagen, der rechte Teil hat mir bis jetzt deutlich besser gefallen. Einfach ein Volltreffer! Wieso? Offenlegen sollte keinen Schaden machen. Also, fast keinen Schaden. So ein bisschen Schaden macht es natürlich schon. Aber Nahkampf knockt das Nobility aus. Das könnte ich mir vorstellen, dass dieser Teleporter, der eine könnte mich wieder an den Anfang von dieser Mauer da bringen, wo diese, also von diesem Raum bringen, wo diese Leute, wo diese Team Rocket-Trüppel da eine Mauer bilden und der andere bringt mich wahrscheinlich wieder ganz an den Anfang. Mal schauen. Das ist weder der Anfang noch was anderes, aber wir bekommen ein Item, das ist schon mal gut. Aber dann sind wir hier wahrscheinlich wieder am Anfang, kann das sein? Oder wo landen wir hier? Waren wir hier schon? Nein, hier waren wir noch. Okay, hier geht's doch weiter.
Also, weiter im Sinne von, es gibt mehr zu entdecken. Hier geht's nicht zum Boss, weil den Weg haben wir ja schon gefunden. Dann am Ende werde ich wahrscheinlich nochmal, falls überhaupt irgendjemand braucht, aber nochmal den richtigen Weg einfach am Stück zeigen, damit ich das auch komplett habe. Wie gesagt, wahrscheinlich braucht das sowieso niemand, weil jeder hat es schon gespielt, mehr oder weniger, dass er das spielen will. Obwohl, nee, ich habe gelesen, dass gewisse Leute von euch diesen Teil des Spiels gar nicht gesehen haben, weil sie sich gedacht haben, hör, wie sollte ich mir das geben? Ich habe ja schon Pokémon Mond und Sonne durchgespielt. Von dem her wollte ich nur einmal den Champ besiegen und das hat mir gereicht. Fucking Hitzewelle. Damn, was haben die denn alles für Attacken? Also, versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass Golbat Hitzewelle lernen kann. Also, so doof bin ich auch nicht. Aber irgendwie erwarte ich es einfach nicht. Vor allem, der hat ja den Switchout predicted, mehr oder weniger. Er kann ja nicht einfach so Hitzewelle einsetzen. Weil es ergibt gar keinen Sinn. Das wird gegen unser JJ nicht viel Schaden anrichten. Also, so langsam muss ich mir wahrscheinlich wirklich halt die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Hey, die Rocket-Rüpel haben gar nicht mal so schlechte Attacken, von denen man sollte so eventuell ein bisschen, zumindest ein bisschen aufpassen. Aber ich unterschätze die halt auch einfach immer, muss ich sagen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie megamäßig die Herausforderung sind, aber stellt euch jetzt einfach mal vor, die hätten 5, 6 Pokémon, dann, ey, die wären jetzt nicht so von schlechten Eltern. Muss man jetzt auch einfach mal ihn neidlos anerkennen. Tue ich natürlich nicht. Schauen wir mal, was glaubt ihr, wird uns dieses Elektroball wieder wegsprengen oder werden wir vielleicht sogar einen Volltreffer bekommen und uns One-Hit-KO mit einer Drachenklaue? Wovon träume ich nachts? Okay, schauen wir mal, wieder Gyroball-Versuch. Der Gyroball-Versuch ist einfach lächerlich. Falls ich nochmal zu einem Elektroball komme, nee, okay, ich wollte sagen, eine plus 1 Drachenklaue wird nicht ausreichen, aber es ist Ladungsstoß ein. Okidoki. Und wir haben 69 KP. Und ihr wisst, wenn man 69 KP hat, wird der Angriff verfünffacht. Ah, verdammt! Jetzt haben wir keine 69 KP mehr. Dadurch wird unser Angriff wieder gesenkt. Ja, schade, schade, Schokolade. Aber gut, ein Level-Up ist auch okay. Wir wollen ja auch natürlich nicht overpowered hier sein. Nee. Natürlich wollen wir das nicht sein. Nochmal ein Trainer? Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Hä? Moment. Wait a minute. Hä? Ist es richtig hier? Was mache ich? Ich bin total verwirrt. Ich bin jetzt hier wieder. Jetzt komme ich wieder dort bei der Abzweigung, oder? Nein. Okay, ich hab's verstanden. Okay. Es führt uns alles im Kreis. Ah, okay. Es ist alles... Oh, das wäre echt ein bisschen blöd. Ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal Pokémon rein, ganz geschwind. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr am schnellsten zum Team Aqua Boss Adrian kommt, falls er überhaupt der Boss hier in dieser Gegend ist. Aber sollte er eigentlich sein. Wahrscheinlich wissen es sowieso die meisten von euch und die anderen wollen es gar nicht wissen, weil es sie nicht interessiert. Aber für die eine Person, die es noch nicht weiß und es wissen will, für die mache ich es. Und die anderen 99 Personen, die müssen halt mitleiden. Manchmal muss man halt was für die Gemeinschaft tun und einfach mal einen einstecken. Denkt, seid nicht immer so selbstsüchtig, ihr 99 Personen, sondern lasst doch der einen Person auch mal ihre Freude. Ganz ehrlich. Nicht immer an euch denken, Volker, erstmal ein Dislike. Okay, kein Problem. So, dann schauen wir mal, ob es wirklich... Oh, Überraschung, es ist tatsächlich Team Aqua Boss Adrian. Und er sieht cooler aus als Mark, muss man sagen. Dank seinem Bandana. Oho, sieht aus, als hättest du diese Chaoten von Team RR so richtig weggeputzt. Auch wenn ich sie mir praktisch nur ausgeliehen habe, sind sie mir durch ans Herz gewachsen. Obwohl ich gar kein Herz habe. Ich heiße Adrian und ich bin der Anführer von Team Aqua. Gerade als unser Plan so richtig ins Rollen kam, hat mich eine riesige Welle verschluckt. Ah! Und im nächsten Moment wache ich in dieser Welt hier auf. Dann war das, was ich erzählt habe mit diesem Spalt, Dimensionsspalt, was uns Mark erzählt hat, war völlig schwachsinnig, weil er hat zwar von einem Erdspalt geredet, aber ich habe gedacht, er meint so einen Dimensionsspalt, wie das die Ultra-Bässchen machen. Aber gut. Der Boss von Team RR kümmert sich glänzend darum, dass ich alles kriege, was ich brauche. Irgendwann finde ich hoffentlich heraus, wie ich wieder in meine eigene Welt zurückkomme. Aber das hat Zeit. Zuerst habe ich noch was anderes vor. Ich dachte, ich verleihe dieser Welt noch einen kleinen Team Aqua-Touch, wenn du verstehst, was ich meine. Zwinker, Zwinker. Kyogre, der Seegründler
das Seegründler-Pokémon. Mit seinen Kräften beherrscht es den Regenwolken und kann damit extreme Stürme und Schauer erzeugen, die das Festland verschlingen. Alles Leben hat seinen Ursprung im Meer. Du kannst dir bestimmt wohl denken, was es also bedeutet, wenn wir das Meer vergrößern, oder? Bingo. Wir schaffen mehr Raum, in dem zukünftiges Leben entstehen kann. Aber dann gibt's noch eine größere Überpopulation und alle schlachten sich ab. Wäre das nicht eine ideale Welt für Menschen und Pokémon zugleich? Nein, aber wie gesagt, sie würden sich alle abschlachten gegenseitig, weil alles Egoisten sind und nicht genug für alle da wäre. Du Ratzlöffel, willst du mich also von meinem Plan abbringen? Du bist kein Deut besser als diese Blindgänger von Team Magma. Und ich werde dir zeigen, was für Konsequenzen es hat, wenn du dich mit mir anlegst. Wie gesagt, auch heute schon haben wir eine Überpopulation. Eigentlich ja nicht. Wir haben ja genug Ressourcen für die ganze Menschheit. Aber es gibt ja trotzdem Egoisten, die das Ganze für sich horten. Das, was sie auch nicht brauchen, anstatt es anderen Leuten zu geben. Und wenn wir eine Überpopulation hätten, würden diese Leute erst recht alles für sich horten. Und niemand wird mit niemandem teilen. Ihr versteht, was ich meine. Von dem her, das ist kein allzu guter Plan. Ist ein guter Plan, hier wieder versuchen, mit Drachentanz was zu reißen. Ich glaube, das könnte eventuell was Gutes sein, aber eventuell könnte es auch richtig beschissen sein. Eiszahn. Oh, stimmt, da der Eiszahn. Da war ja was. Gut, ich glaube, da er wahrscheinlich dann auch einen X-Bot hat, bringt es jetzt nicht allzu viel, wenn ich mich hier megamäßig hochbooste. Deswegen habe ich... Aber wahrscheinlich hätte der Nahkampf auch mit minus 1 Angriff ausgereicht, um das Magnet zu besiegen. Okay, das war wahrscheinlich jetzt ein Fehler, dass ich mich geboostet habe. Außer es schickt... Nein, er schickt X-Bot rein. So, das ist wahrscheinlich ein Kyogre. Gegen Kyogre will ich auf jeden Fall Ursula, Sarma und Taser fit behalten. Dann kann ich Eissiegel reinschicken. Kann ich Eissiegel? Ja. Doch, Eissiegel sollte ich reinschicken können. Eissiegel kann ich gar nicht gegen Kyogre einsetzen, weil Kyogre hat spezielle Angriffe. Und auch wenn Kyogre keine Bodenattacken hätte, bringt Eissiegel trotzdem nicht allzu viel. Finstraure. Ja, okay, das sollten wir eigentlich ganz gut tanken können. Rein hier auf. Außer es ist ein Volltreffer natürlich. So, jetzt bring auch mal einen Volltreffer hin. Komm. Let's go. Ein Volltreffer. Oder viermal treffen. Bitte, triff viermal. Bitte. Volltreffer war... Aber trifft nicht viermal. Er wird wahrscheinlich einen Hypertrank oder so einsetzen. Ich gehe trotzdem weiter mit Eissperr drauf. Weil, Schwertanz bringt nicht allzu viel. Und ich habe jetzt hier mehr oder weniger einen Free-Hit, also mehrere Hits, die gratis sind, umsonst. Und ich hoffe, ich treffe viermal. Nein. Okay, aber jetzt sollen wir die nächste Fensteraura aushalten. Wieso hat er keine Hitzewelle? Golbat hat ja auch Hitzewelle. Wieso hat das keine Hitzewelle? Und jetzt reichen auch zwei Eissperr aus, um das Sixpack zu besiegen. Perfektissimo. Brauchen wir Eissiegel sonst noch irgendwas? Was hat er für ein Pokémon sonst? Tohaido wird er wahrscheinlich haben. Sonst keine Ahnung. Tohaido auf jeden Fall. Das ist ein Signature-Pokémon. Und dann halt Kyogre, also das weiß ich auch. Aber es wird das letzte Pokémon sein, was ich noch nicht weiß. Slimog. Gegen Tohaido und Kyogre kann ich Dings nicht einsetzen. Werde ich schneller sein als ein Slimog? Versuchen wir es einfach mal. Ich weiß, Slimog hat auf jeden Fall eine Bodenattacke, mit der es mich ausknocken kann. Aber, ja, versuchen wir es einfach mal. Am besten mit der Eisensperre, oder? Wo ist Eisenschädel? Ja, versuchen wir mal, Eisenschädel wegzuflinchen. Komm schon. Flinch! Feuerschlag. Es hat fast geflincht. Fast wäre es geflincht. Es hat sich kurz überlegt, soll ich flinchen oder nicht, und er hat sich für Nein entschieden. Okay, Cruella sollte auf jeden Fall jede Attacke mindestens eine Attacke, obwohl, ich weiß gar nicht. Er hat wahrscheinlich Mülltreffer. Okay, reicht ein Flammenwurf aus? Sie wird nicht jede Attacke tanken. Das war ein Schwachsinn, was ich erzählt habe. Ah, verdammt. Aber es ist verbrannt! Sehr gut, jetzt halten wir vielleicht einen Mülltreffer aus, obwohl es trotzdem megamäßig stark ist. Wir halten es locker aus. Ah ja, ist nicht sehr effektiv, deswegen halten wir es aus. Okay, ah! Verdammt, er wird sein Pokémon heilen. Und er wird nicht nur heilen, sondern auch eine Top-Genesung einsetzen. Das heißt, der Brand wird auch weg sein. Okay, wir greifen trotzdem weiter mit Flammenwurf an. Er zieht zurück. What the fuck, Tohaido? Du kleiner, mieser Kerl. Oh, jetzt habe ich ein kleines Problem. Das ist nicht sehr effektiv. Und zwar habe ich Angst, dass er...
Ich weiß, dass er Eiszahn hat. Deswegen will ich nicht zu JJ wechseln, weil er wird jetzt wahrscheinlich eine Wasserattacke einsetzen und danach Eiszahn. Deswegen müssen wir eigentlich Cruella drin lassen. Ist Cruella vielleicht sogar schneller als Tohido? Was ist das für eine Frage? Natürlich ist sie nicht schneller als Tohido. Ah, verdammte Axt. Ja gut, okay. JJ? Ist ein plus 1. Moment, ganz kurz. Meine Nase wieder. Nein, nicht JJ. Ich schicke Taserbiss rein. Ich schicke Taser rein. Dann setze ich eine Agilität auf. Und versuche ein bisschen zu sweepen. Dann sollen wir hoffentlich... müssen wir zwei Agilität raussetzen. Ein Aqua-Durchschuss hat mir aus. Okay, mein Bildschirm ist schwarz geworden. Also ich sehe erstmal nichts. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich bekommen habe. Und schauen wir mal. Ich glaube, wir sind nicht schnell nach einer Agilität, deswegen setze ich noch eine. Ja, perfekt. Aber wir halten noch Akkudurchschluss aus, theoretisch. Theoretisch, wenn wir nicht eine Max-Roll, wenn er nicht eine Max-Roll bekommt beim zweiten Mal. Okay, wir müssen es so machen. Drachentanz. Wir müssen Drachentanz einsetzen. Eisern halten wir eigentlich einen aus, außer es ist ein Volltreffer. Perfektissimo. Da müssen wir hoffen, dass wir schneller sind als Tohido. Ich werde auch keinen Nahkampf einsetzen, weil Nahkampf bringt das absolut nicht. Drachenklaue hält recht locker aus, perfektissimo. Um das Tohido zu besiegen, weil Tohido draufhaut. Wir leben noch, Leute. Jetzt die Frage, er wird Slime auch wahrscheinlich reinschicken, ja. Wir lassen auf jeden Fall JJ drin, weil Sama und Dingensbummels will ich fit halten. Jetzt ist das Ding, wird er eine Top-Genesung einsetzen? Ich glaube schon. Will ich noch einen Drachentanz halten? Ich muss auf Nummer sicher gehen. Nochmal den Drachentau. Perfekt, hat keine Top-Genesung eingesetzt. So, dann können wir sogar... Sind wir schneller als ein Kyogre? Wir sind, glaube ich, schneller als ein Kyogre, oder? Plus 1. Wir sind plus 1 Initiative. Dann sollen wir schneller sein als ein Kyogre. Können wir noch einen Nahkampf raushauen. Er ist cool. Außer... Nee, wir müssen schneller sein als Kyogre. Also, Kyogre ist schneller als Groudon, das auf jeden Fall. Aber so viel schneller auch nicht. Perfektissimo. Lass mich das sogar aus. Wir haben sehr guten Schaden gemacht. Sehr, sehr, sehr guten Schaden. Du wirst jetzt leider draufgehen, JJ. Aber du hast wirklich magnifik gespielt. Das kann man nichts anderes sagen. Ursula. Kyogre ist wahrscheinlich zu 100% Donner. Und mit Sama sollte hoffentlich... einen Dings aushalten, einen Eisstrahl. Wir halten auf jeden Fall einen Eisstrahl aus. Von dem her, Gigasauge sollte eigentlich reichen, um es zu besiegen dann. Komm schon, außer es wird Volltreffer oder wir werden eingefroren. Ah, perfektissimo. Gigasauge reicht aus, perfektissimo. Damit ist Team Aqua Vorstand Mark, nicht Mark, sondern Adrian besiegt. Und es war einfacher als gedacht, muss ich sagen. Also wir hatten auch teilweise Pech mit einer schlechten Roll und so weiter und so fort. Hut ab! Ja, ich hätte auch einen Bandana, dann könnte ich das abziehen und sagen so Respekt. Die Meere kann ich zwar bezwingen, nicht aber diesen kleinen Rotzlöffel hier. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als deinen Sieg anzuerkennen. Wenn du tiefer ins Team Rocket Schloss vordringen willst, solltest du zwei Bilder ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Eins davon ist rot, das andere blau. Wenn ich mal in meiner Welt einen Trainer wie dich über den Weg laufen wäre, hätte sich meine Pläne wahrscheinlich schnurstracks in Luft aufgelöst. Eins seiner Welt? Also er kommt doch aus einem Paralleluniversum, wo es gar keinen wie mich gibt. Das ist ja interessant. So, dann drücken wir auch mal den Kopf. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht mal die Sprüche da angepasst haben. Also dass man da andere Sprüche reingesetzt hat. Sondern dass er auch halt sagt, es gibt einen roten und einen blauen Knopf. Oh, jetzt im... Geht's wieder zum Kampf? Ich würde gerne meine Pokémon erstmal heilen. Na gut, dann würde ich sagen, Mesdames et Messieurs, das war der gute Adrian. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, schönen Tag noch. Alles Gute und tschüss.